Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich bin euer Firobo. Ich habe mir so einen schicken Mantel an, ne? So, hallo. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Ja. Dass du mir all das schöne Geld hier gibst, was du hast. Finde ich schön. Sehr schön. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder. Und die ganzen anderen Sachen kaufen. So, dann haben wir gedacht, müssen wir noch einen Demigeist machen. Den dann wahrscheinlich dann hier. Zack. Hallo, Mora 2 sollte man ja überall jetzt in den Dörfern reinkommen. Theoretisch. Wieder mal auf Abenteuertour. So. Das ist ja was kaputt gegangen. Revelio. So, da haben wir auf jeden Fall noch ein Schloss. Jetzt schon Tag am Werden. Ziemlich. Hallo, Homura. Kein Demigeist mehr zum Sammeln. So, zack. So, wieder auf Nacht warten. Oh ja, da ist so eine dicke Kiste, in der wir uns bedienen können. Das ist nix. Okay, hier. Och. Da ist ein Demiger. Ah, den darfst du wieder noch sammeln. Schnell hin. Ach, der Held, darf ich wieder hier rein? Fuck, warum läuft jetzt hier rein wieder? Öffnen sich einfach Türen jetzt so? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. So, was haben wir noch? An unserem Schal am Nord. So, hier. Deswegen, okay. So, ist auch noch was. Meine. Was? Wir brauchten wir? Oh. Wir haben das schon fertig. Wir haben die Aufgabe schon fertig. Ups. Wir haben einfach die Aufgabe schon fertig. Schön. Upsi. Mal eben so gemacht. Dabei habe ich noch nicht mal alle Demigeist-Figuren. Ja, insgesamt hier Hochland. Hier haben wir noch 3 Stück. Also wahrscheinlich dann eher hier, ne? Na ja, die Mega-Statue. Da haben wir auch noch eine. Und hier ist auch noch. Ach, hier ist auch eine. Hier sind 3 Stück. Also habe ich alle, die es im Hochland gibt, soweit erstmal geholt. Die sind dann halt hier hinten. Den Hogsmeade habe ich, glaube ich, alle geholt gehabt, ne? Ja, Hogsmeade habe ich alle Figuren geholt gehabt. Und Hogwarts haben wir auch noch 5 Stück. Heißt, es gibt 8 Stück, beziehungsweise 9 Stück, die zu viel sind. Warum auch immer. Ja, der Mann mit dem Mond, dann gehen wir mal dahin. Oder vielleicht können wir dann noch eine Aufgabe, müssen noch den Rest sammeln. Kann natürlich sein. Das könnte durchaus sein. So. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, da sind wir am besten. Aufgestellt mit, oder? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Revelio. Ich muss runter. Ja, hier ist ja immer noch was, stimmt ja. Ich ja sagen würde, das ist da, ne, aber es ist ja nicht. Alle 2 Meter hier mal Bing machen. Bis ich nicht mal sehe. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
hier drin. Revelio. Ja. Das ist eindeutig nicht. Und hier ist er extrem nah. Da kann ich hier in dem Turm drin selber nochmal irgendwie hoch. Hört ja, wie nah es klingt, ne? Ach, hier ist es doch eins. Wollte mich verarschen. Bewegliche Treppe. Erfahrene Schüler behandeln diese Treppen stets im Auge. Denn sie kann unbemerkt ihre Position verändern. Dem macht es nichts aus, okay. Zu spät zum Unterricht zu kommen, aber das Abendessen möchte niemand verpassen. Rebellion. Jetzt haben wir ja endlich Ruhe. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, endlich. So. Ja, warum ruckelt das so? Ah, so. Und in die große Treppe. Aber auch kurz, ne? Hm. Bin ich blind. Aber ich hab's auch mitgenommen. Okay. Whatever. So, haben wir das auch. Revelio. Ja, jetzt ist hier endlich Ruhe. Das gewusst, wir hätten doch lieber zur großen Halle gehen sollen, ne? Eieiei. Aber jetzt sind wir da, ne? Jetzt sind wir endlich da. Gryffindor-Gemeinschaftsraum wäre auch näher gewesen. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Wir. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich. Vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Allohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Ja, gerne. Jetzt, da Sie Allohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und entfernen Sie die Monde. Entfernen Sie die Monde, Les. Zum Glück haben wir eine mutige Schülerin, die sich der Bedrohung durch die Demigeist-Figuren. Das war als Aufgabe, viel zu warten. Aber jetzt kommen wir da rein, stimmt. Hier nicht. Hier war ja noch was. Genau. Allohomora. Aha. Sehr schön. Jetzt wird uns keine Tür mehr verschlossen. Endlich. So, endlich hat dieser Trouble eine. So, große Kiste. Mit. Kann ich hier. Sprechen Sie. Okay. Nios. Muss da irgendwie noch rumgehen, oder nicht? Ist echt Rebellion. Er hat das ja noch den Drachenkopf zum Beispiel. Mal fragen, wie ich daran kommen soll. Das ist gut, ne? Jetzt ja selber. Das Ding da oben. Confringo. Revelio. Hm. Muss ich doch da hinkommen. Irgendwie muss es doch hier weitergehen, ne? Meisens. Das ist aber eine
man kann direkt kacken gehen. Im Badezimmer noch. Komm ich da hin? Revelio. Steht gerne mal. Jetzt auch nicht weiter. Eine der Türen da. Passiert. Hä? Da bin ich gezündet. Ja. Revelio. Du musst doch da hochkommen können. Irgendwie muss es doch gehen. Hier rein. Irgendwo ein Versteck. Revelio. Da will ich hin. Komm ich da hin? Das ist jetzt irgendwie ein Zwischenhimmel schon, ne? Wie geht das? Ich hab echt keine Ahnung. Weil echt nur wirklich erklärt, dass der an dieser Tür da ist. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ist auch nicht Revelio. Gut. Allgemein kein Zimmer, ne? Das ist einfach kein Schloss mal. Bin ich ja schon da und hier geht's da wieder runter. Dann komme ich schon Türen. Wissen wir, wie das so aufgeht. Ah, verwurstet. Hinter dem Mond, ja. Die Pulse kriegen wir. Mal. Pulse ist doch. Hey, oder? Ja. Krieg ich den. Hä? Krieg ich den als Belohnung? Sehr komisch. Aber gut. Wir machen die Aufgabe jetzt weiter. Also, was hast du jetzt gemacht? Sehr schön. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wie viele Aufträge ich schon erledigt habe, by the way? So, steht ja zum Beispiel, hey, du hast 150 Aufträge schon gemacht. Haben wir schon ein paar erledigt hier auf jeden Fall. Ich glaube, es waren 100 Nebenaufgaben, 50 Hauptaufgaben oder sowas. Revelio. Ja, hier können wir uns jetzt auch noch mal ganz gut umgucken. Ich kann Ihnen gar nicht. Hallo, schön Sie zu sehen. Hi. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen noch mal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Das bin ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja. Lodgok, er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Aber jetzt sind Sie Freunde. Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, möchte ich mit ihm sprechen. Vor allem über Renrock. Wo finde ich ihn?
Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Wissen Sie, woran Ranrock und Rookwood gemeinsam arbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Sirona? Aber natürlich. Hat sich schon erledigt. Ja. Wenn... Okay. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Dann geben wir mal Kopf. Das hat Eindruck hinterlassen. Revelio. So, wir könnten jetzt jedes Schloss knacken, was wir wollen. Was wir wollten. Damit dann Hogsmeade auch so weit erstmal fährt. Protego. Alohomora. So. So. Was ist schon das? Revelio. Geld. Und dann Weg noch. Schade. Ach, schade. Kein Maximaltrank für mich. Power. Wenn ich einfach mal einen anderen Trank drin liegt. Ein bisschen schade. Kann man nicht drauf. Das ist eine Eule. Revelio. Schön. Knacken einfach jetzt Schlösser. Sind irgendwie Schlüssel zum Knacken über. Hä? Soll ich doch raus? Auf geht's nach Hogsmeade. Nee, wir sind weg von Hogsmeade. Alohomora. So, Alohomora. Junge, Junge, das war jetzt immer knifflig. Richtig zu halten. So, was haben wir hier? Geld. Revelio. Brille. Und da haben wir so ein Kästchen. Okay. Okay. Schade. Schade doch nicht. Ich jetzt gerade. Leider nicht, schade. Revelio. Ja, aber sonst keine Schlösser mehr. Wir sind ja zum Glück der Schlossknacker. Hier, den kriegen wir nicht auf den Laden, aber hier. Also wie die Rucksack. Alles schon erledigt. Also müssen wir erstmal freischalten.
Velio. Nur so eine Springkiste. So, eingesetzt, gemacht und zack, schon hatten wir Alohomora 3, ey. Ist zwar ein bisschen Open-World-Arbeit mit da verbunden, aber hey. Kannst es alles relativ fix haben. Finde ich schon mal gut. So. Hallo? Revelio. Sogar im Keller, okay. Keller wohl die Kiste. Ach, im Keller. Ist vollkommen umsonst gewesen. Revelio. Ja, doof. Gefühlt voll wenig Schlösser da nur noch, ne? Wie fällt es zuvorher? Hier ist auch ein sogar kein Schlösser. Leute haben auch geknackt. Aber da sind wirklich gefühlt, wirkt es so, als wäre. Hallo. Gleichfalls, Amit. Zack. Das war für keine Chance mit dem Mörder, Ami. Ach, er. Oh. Revelio. Da hat er eben das Haus nicht geladen gehabt. So. Ja, auch nicht Stuff gekriegt jetzt hier. So. Hogsmeade, glaube ich, auch so mit. Fertig, da hatte ich noch ein Schloss. Ja, da haben wir mal. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Können wir mal eben gucken, vielleicht hat der doch noch irgendwas zu verkaufen. Oder sie. Alohomora. So. Alohomora. Ben. Revelio. Ein Kistchen, ein bisschen Geld. Zum Beispiel. Oder jetzt können wir auch theoretisch ja doch unter Stufe 3 Türen auch Demigeister finden. Also doch theoretisch möglich gewesen. Hm. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Du hast nur Dinger für mich, okay. Schnisch, ja. Take my shit. Patsch, patsch, patsch. So much money, I made with him. Yeah. Niemand kann behaupten, meine Regale. Ich habe gehört, dass sie mit Clementine Schmetterlinge durchgegangen waren. Und? Schmetterlinge geben Schätze. Sie hatte recht, ihr nicht. So, gehen wir mal in den Eberkopf, würde ich sagen. So, komm. Machen wir Story weiter, ne? Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein, eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Genau. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, damit ich ihnen einen Schritt voraus sein kann. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten.
Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Ein Grabdex, das klingt irgendwie vertraut, oder? Oder? Ich kann gerade noch nicht mehr schreiben. Okay, weiter geht's. So. Wir sollen ihn am. Natürlich führt uns das außerhalb der. Warte, nee. So. Ort alter Magie, ja. Ist ja richtig. Was so viel machen jetzt gerade. Ich bin verlockt, das zu machen gerade. Jetzt alles haben eigentlich. Immer. Reisen erweitert den Horizont. Schwarz-Weiß. Aber den haben wir noch nicht, ne? Revelio. Den machen müssen wir immer noch nicht. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Protego. Revelio. So. Du magst Trolle besiegt haben. Revelio. Oben. Na komm. Mein Mädchen. Ach, jetzt ist ja die Stimme hier, stimmt ja. Das war gar nicht schwer. Ja, war nicht wirklich schwer. So. Haben wir das hier? Haben wir die noch? Ja. Den da will ich. Hallo? Ich anmarkieren. Revelio. Ich markiere den Ort. Ich muss hier lang. Anders. Sind doch genug Dumme. Ist hier noch irgendwas? Wird noch was? Oh, das ist die nächste Arena. Ja, da ist die nächste Arena. Nochmal ein paar Drums. Nochmal. Quatsch. Revelio. Und da ist eine Arena. Sieht aus, als hätte dich der Flubberwurm höchstpersönlich erwischt. Ups. So. Alter, ich will nur den Ballon kaputt kriegen, weißt du? Revelio. Gesehen den Ballon, ne? Was ist denn hier los? Irgendwie. Hier für einen bösen Gegner? Wo nochmal? Protego!
Moment. So. Ich hoffe, er bemerkt. Ich bin besser als alle zusammen. Und es wird Zeit, dass du so. Aktivieren wir mal hier alles. Wenn ich die Errungenschaft dafür kriege, ist alles gut. Ne? Durch. Das ist schon auch nicht. Okay. Revelio. So. Da noch einer. Der sollte schon mal einer. Und da hinten ist die letzte. Kann man da auch mal dran? Zack. So. Sehr schön. Dann machen wir die Arena aber dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also, haut rein. Ciao, ciao.